Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Nachdem wir im letzten Abschnitt kennengelernt haben, dass die Formatierung dem Zweck dient, dass man erkennt, um was es sich handelt, wollen wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns überlegen, wie man jetzt durch Formatierung eine Struktur, die den Leser beim Lesen unterstützt, in das Dokument kriegt. Und die augenscheinlichste Struktur, die es gibt, ist natürlich die Einteilung in Kapitel. Ja, und wir wollen uns auch noch damit beschäftigen, dass man Formatvorlagen benutzen soll. So, wie kriege ich das hin? Also ganz wichtig, malen Sie nicht Ihr Dokument im Sinne von, das ist eine Überschrift, die formatiere ich jetzt, sondern benutzen Sie immer Formatvorlagen. Immer, 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 immer. Und wenn Sie irgendwie was Neues, was Sie immer mal wieder verwenden, als Textart in Ihrer Arbeit identifizieren, dann machen Sie dafür auch eine Formatvorlage. Ja, nichts ist ätzender, als nachher festzustellen, dass man irgendwie nochmal durchs ganze Dokument muss, weil man irgendwas nachformatieren muss, weil man es nicht als Formatvorlage gemacht hat. Ja, und auch bei den Formatvorlagen können Sie so Sachen wie, aha, ich möchte jetzt aber, dass hinter so einem Abschnittwechsel doch nochmal irgendwie sechs zusätzliche Punkte eingefügt werden und sonst was, können Sie alles über Formatvorlagen machen. Dann brauchen Sie aber nicht immer jedes Mal durch Ihr ganzes Dokument und gucken, ob das alles noch so passt. Deshalb, also mein Tipp, vermeiden Sie direkte Formatierung an Texten. Benutzen Sie immer Formatvorlagen. Funktioniert ganz einfach, das ist jetzt das Beispiel aus dem LibreOffice, da sind Sie eben unter Format, Formatvorlagen, dann geht hier so ein Fensterchen auf. Und da sind sie drin. Das sieht im Microsoft Word genauso aus. Da gibt es oben so einen Knopf, dann geht einfach so ein Fensterchen auf und da sind einfach die Formatvorlagen drin. Und die können Sie dann einfach ganz normal anpassen, ne? Also hier ist das jetzt nochmal LibreOffice. Da gibt es eben die ganzen Sachen, die man verändern kann. Sie können neue anlegen, wenn Sie sagen, oh, ich habe Überschriften einer speziellen Art, die brauche ich nochmal extra, dann legen Sie sich eine eigene Formatvorlage an. Das hilft nachher bei der Endkontrolle und beim Endformatieren ungemein. Gut, ich habe es eben schon mal angedeutet, also diese Überschriften selber, ja, die verteilt man jetzt irgendwie nicht so, ja, so, oh, jetzt habe ich aber eine Seite geschrieben, jetzt müsste mal wieder eine Überschrift kommen, sondern die sind eigentlich dafür da, den Text eine Struktur zu geben. Ja, und diese Struktur wiederum ist dafür da, dass ich es leichter verstehen kann. Und dann gelten natürlich so Dinge wie wir machen eine globale Nummerierung und wenn ich das dann mit den ganzen eingebauten Funktionen von meinem Textprozessor mache, dann kann ich auch ein automatisches Inhaltsverzeichnis erstellen. Und wie gesagt, schauen Sie zwischendurch immer mal auf Ihr Inhaltsverzeichnis, ob Sie, wenn Sie beim Lesen vom Inhaltsverzeichnis, ob Sie da glauben, dass das eine vernünftige Struktur ist. Und dann haben Sie am Ende automatisch eine Dokumentenstruktur, die einigermaßen passt und die auch erfassbar ist. Ja, auch hier, ne, das nehmen Sie natürlich nicht irgendwie von Hand vor, sondern da nehmen Sie die eingebauten Werkzeuge von Ihrem Textprozessor. Also hier ist es zum Beispiel im LibreOffice unter Extras Kapitelnummerierung. Im Word ist es analog und im Google Docs gibt es da auch einen Knopf für, der dann die Kapitel nummeriert. Ja, basiert aber immer in allen drei Fällen auf der Idee, dass eine Überschrift eben eine Formatvorlage ist und wenn Sie dann diese Formatvorlage zuweisen, werden entsprechend die Nummern generiert. Wir können das natürlich dann für die verschiedenen Ebenen einstellen, dass man da sowas hat wie 1.1.2 und so weiter und wer es schon mal gesehen hat, also die Juristen zum Beispiel, die haben da eine durch vorgegebene Strukturierung, da kommt dann ab der dritten Stelle, kommen dann Buchstaben und so weiter. Versuchen Sie sich da nicht zu verkünsteln, machen Sie einfach 1.1.2, 1.1.3 und so weiter. Das ist üblicherweise auch das, was die Textprozessoren vorgeben. Sobald Sie auf eine vierte Unterteilungsebene kommen, in einer, sagen wir mal, in einem Dokument, das den Umfang einer Bachelorarbeit hat, sollten Sie darüber nachdenken, ob Ihre Struktur nicht zu tief ist, ob man nicht einfach die Struktur ein bisschen hebt. Ja,
Das muss man dann sehen. Das können Sie zur Not auch nochmal mit Ihrem Betreuer dann besprechen in dem Moment. Aber ich sage mal so, die vierte Strukturtiefe sollte bei einem Text so um die 100 Seiten eigentlich die Ausnahme bleiben. Ja. Kann durchaus sein, dass das Sinn ergibt, dass man sagt, okay, ich habe und auf meiner dritten Stufe habe ich meine eigenen einzelnen Testreihen und die habe ich dann nochmal untergliedert in Erfassung, Testaufbau und so weiter. Dann ergibt das alles Sinn, aber im Normalfall ist es so als Hausnummer, ist drei so eine ganz gute Größe. Und dann können Sie nämlich das Verzeichnis selbstständig erzeugen, also nicht von Hand selbstständig, sondern automatisch. Ja, und auch hier wieder, da gibt es in LibreOffice ist es unter Einfügen und in den anderen ist es eben analog. Nachdem wir unserem Dokument jetzt Struktur gegeben haben, werden wir ja auch noch zusätzliche Elemente einfügen müssen, Abbildungen, Tabellen und so weiter. Und das schauen wir uns dann in dem nächsten Abschnitt dieser Reihe an.